So, wir gehen eine Etage weiter nach oben. Und begrüßen gleich mal unsere neuen Freunde. Ja, auch easy. Also die damagen uns ein bisschen mehr, aber wir haben es überlebt. So, mal kurz hier die Leichen durchgehen. Möwen nochmal vertreiben. Und dann auch direkt die nächste Kiste. Sehr geil. So, was hast du? Oh Gott, er ist schon wieder fast voll. Also wir müssen ja so viel Essen mittlerweile haben. Oh, noch eine Kiste ohne Gegner. Sehr geil. Okay. Ja, ist der nach oben? Und hier müsste der Endkampf. Naja, es geht sogar noch eins höher. Scheiße, Alter. Ich muss, glaube ich, nochmal hier reinkommen. Kannst du nicht hier rausgehen? Ah, okay, einmal muss ich hier noch durchlaufen. Also noch einmal weg. Bringen das Ganze, was ich jetzt schon gesammelt habe. Alter, ich habe 1600 Material. Oh, also der nächste Händler wird auf jeden Fall mal etliches von mir bekommen. Alter, also diese Wegfindung ist manchmal so grauenvoll. Okay, das ist ein Seil hergestellt, ne? Ja. Bird Meat. Warum ist der Bird? Okay. Bird war ganz kurz im Wasser drin. Ja, so, letzter Durchgang. Und dann haben wir die Insel hier komplett durch. Na? Und können theoretisch zur nächsten Insel fahren. So, da lag noch ein bisschen was rum. Und ganz oben ist bestimmt auch noch mal ein Gegner. Nee, nur eine Kiste. Sehr schön. Yeah. Eye Patch. Also da sind auch noch mal ein paar Sachen dabei. Die man für Ausrüstung benutzen kann. Sehr gut, Haus ist durch. Alter, ist ja immer noch so eine Kackmöwe. A strange seagull appears aggressively with was items in his mouth. Alles klar. So, dann kann man mal ein bisschen rudern. Ich will wieder an dieser Insel vorbei. Ja gut, Mini-Haus. Aber besser als ja nichts. Alter. Okay, die ist noch leer. Die ist komplett voll. Die ist voll. Die ist voll. Alter, scheiße. Ich habe bald keine Kisten mehr. Und ich habe hier nochmal so viel mitgebracht. So, jetzt wird erstmal die Möwe hier getötet. Haut auf die Möwe drauf. Okay, und die hatte jetzt was Besonderes dabei? Leaf, Feder, Schenkel, Leaf, Lein, Leaf. Okay, da war aber überhaupt gar nichts Interessantes dabei.
Naja. Besondere. So, wir setzen jetzt erstmal ein Dach auf unsere Wohnung. Und wir bauen die Dinger neu. Ein Schmelter. Und ein Charcoal Kiln. Der muss links sein. Genau, so funktioniert er richtig. So muss er. Obwohl, der wird wahrscheinlich von beiden Seiten gleich aussehen. Also links muss das sein und es ist links, okay. Nein, da ist wieder so ein gegnerisches Raft. So, und diesmal werden wir nicht drum herum kommen. Diesmal werden wir gegen die kämpfen müssen. Pirates Corps. Spielen wir eigentlich noch tote Menschen rum? Nee. Story 20. Oh, was ist denn das? A flying fish is passing by. Aha. Ja, wie auch immer das funktioniert. Seid ihr friedlich? Chapter 7.1. Another stranger approaches. Oh, das könnte ein Händler sein. So, mein Freund, ich hoffe, du hast gute Sachen dabei, weil du musst sehr, sehr viel für mich mitnehmen, weil meine Kisten sind alle voll. Also kriegst du auf jeden Fall schon mal den ganzen Junk. Tentakel. Nein, du hast... Oh mein Gott, was ist das denn? Trident of Ice. 800, what? Steam Chainsaw, angreifen 30. Auch das kaufe ich mir. Okay, 3380. Easy. So, gibt erstmal ein paar Clubs. Wobei, wir können erstmal den ganzen. Also, Research definitiv nicht. Medizin auch nicht. Armor. Eyepatch. Oldschool Design. Eigentlich diese Bone Armor ist halt die beste. Also diese flexiblen Kopfbänder kommen schon mal weg. Und die Flex Armor kommt weg. So, Tools. Okay, Fishing Rods, bla bla. Medizin. Metalle haben wir schon ein bisschen was. Giant Hermit Shell, Alter. Copper Ohren, so ein Quark haben wir auch richtig viel. Ansonsten, ich verkaufe erstmal hier Leaves. Ich muss Platz schaffen. Ich mache 150 Leaves. Tut mir echt leid, aber Holz muss auch ein bisschen weg. Und Leinen kommen auch ganz, ganz viele weg. Auch, dass wir erstmal so 150 noch haben. So, jetzt würde er mir das auch akzeptieren. Das ist super. Hier. So, und jetzt habe ich ja mal die Überwaffe. It's attack weapon from the deep ones. Angreifen 45, Angriffsgeschwindigkeit 50. Hit. Ja. Sorry, aber ich muss definitiv das annehmen. Und Miss Pepper nimmt sich auch so ein Eisding, bitte. Geiler Typ, danke. Ein Gegenstand ist verdorben. Welcher denn? Jetzt haben wir aber ein bisschen Platz wieder in den Boxen. Ja. Können wir wieder vollklatschen jetzt alles.
bauen wir neu her. Eisen brauche ich noch nicht, ne? So, Essen. Okay, wir haben noch 20 fertige Essenssachen. Ich habe noch dieses merkwürdige Fleisch, wo ich nicht weiß, wie ich das benutze. Sag mal, geht das Floß langsam unter? Also, die haben auf jeden Fall nicht solide gebaut, möchte ich mal behaupten. Keine Ahnung, seid ihr freundlich? Ich befürchte ja nicht. So, wir reparieren erstmal alles. Ich weiß nicht, ob noch Sachen repariert werden müssen. Habe ich da eigentlich neue Samen mittlerweile? Ne, immer noch die gleichen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ah, oh, sehr gut. Geht voran. Woodparts werden noch hergestellt. Sehr gut. Ja, Seile müssen wir mal gucken. Seile haben wir noch 14. Und Woodparts haben wir auch noch einige. Werden auch noch ein paar hergestellt. Wobei, wir machen uns erstmal 10 Research-Dinger. Ja, Seile muss ich halt auch... Kann ich direkt auch nochmal 15 machen. Weil wir haben immer noch so viel Leinen übrig. Oh mein Gott, stopp! Neuer Einwohner. A floating man is approaching. Thanks God. Na dann. Auf unser Schiff. Sehr gut. Charcoal Jupp. Geiler Name. Okay, er ist crazy at craft. Sehr gut. Dann kriegst du als Priorität Crafting. Du bist Handwerker, wenn du crazy at craft sowieso bist. Ich brauche halt immer noch Soil. Ganz dringend Säule brauche ich. So, den Smelter können wir schon mal abreißen. Ah, diese beiden Kisten gefallen mir auch gar nicht. Die würde ich gerne wegmachen. Problem, ich habe gar keinen Platz mehr hier. Also das Lager ist hier leider schon voll mit Kisten. Waffenbank. Ich könnte die Waffenbank natürlich auch hier unten noch mit reinstellen. Also wenn hier vorne stört es eigentlich auch keinen. Kann ich eine Kiste auf eine Kiste stellen? Nee. Hm. So, hat keine Lust mehr zu arbeiten. Wir können auf jeden Fall schon mal auf die kleine Insel hier rüber schwimmen. So, ich habe das Gefühl, dass dieses Floß mehr und mehr untergeht. Also ich weiß nicht, ob ich denen helfen muss oder ob ich die töten muss. Also ihr werdet auf jeden Fall nicht mehr lange überleben, das kann ich euch schon mal sagen. Weil euer Floß bald untergegangen ist. So, hier wird wahrscheinlich mal kurz... Oh, hier ist gar nichts. Sehr schön. Doch, da ist einer. Aber nicht mit unserer neuen Waffe. Warum bin ich denn jetzt gerade umgefallen?
sie ist so langsam. Da liegen auf jeden Fall noch Woodparts rum. Du stehst irgendwann noch auf wieder, oder? Also, das würde ich sehr geil finden. Sehr gut, dann kannst du hier nämlich auch noch mal ein bisschen was mitnehmen. Die entfernen sich halt auch immer zu weit. Oder immer weiter, besser gesagt. Die waren, glaube ich, mal näher hier dran. Ja, ich kann euch irgendwie gerade nicht helfen. So, du kannst auch nochmal rüberkommen und hier ein bisschen was einsammeln. Ich hoffe, dass er irgendwann wieder aufsteht. Gut, für die tut es mir echt leid. Aber da werde ich nicht mehr helfen können. Basic Herbs. Bisschen Iron Ore, ein bisschen Stein können wir mal mitnehmen. Ah, Kapazität würde genau passen. Oh, die haut aber lange drauf. Ja, das Floß geht unter. Katze. Something is going on. Wo denn? Okay, da soll irgendwo eine Katze sein. Ich sehe aber gerade nichts. Boah, ich krieg dieses Floß auch nicht mehr um die Ecke rum, ne? Ich versuche die jetzt mal zu retten. Also mal davon abgesehen, kann der mal hier bitte wieder aufstehen? Ich habe mich gerade gekratzt. Kann ich ihm irgendwie helfen? Gefühlt nicht, ne? Dann machen wir das hier auch noch weg. Ich würde wirklich gerne mal rüberfahren. Zu dem Floß. Oder schwimmen, besser gesagt. Also wäre die Plattform hier vorne und nicht da hinten, würde ich es wahrscheinlich auch mal riskieren mit einem. Das ist ja echt diese Katze. Aber so glaube ich nicht, dass ich den Weg schaffe. Sag mal, könnte man ihm hier bitte mal endlich helfen? Bewusstlos. Ja, Katze kriege ich nicht. Irgendjemand verhungert? Flynn Greenwell. Greenlaw, nicht Greenwell. Stopp, Überlebender steckt fest. Tja, ich hoffe, er steht irgendwann wieder auf. Also Essen, Trinken und sowas ist alles noch super. Ach, hier ist eine Katze. Untamed. Tame mal die Katze. Oh, wie geil. Dann hätten wir ein Haustier, wa? Tame succeed. Sehr geil.
Japanese Bobtail, tamed. Gender ist noch in Arbeit, weiß man noch nicht. Tame Level 1. Cool. Unsere erste Katze. Alter, die Katze ist 43 Jahre alt. Wie krass ist das denn? Boah, Charcoal Bob. Wo ist denn der? Scheißeres Käse. Er ist halt ein guter Handwerker, ne? Ich will eigentlich keinen gerade verlieren. Boah, Dicker, steh mal bitte auf. Also ich hätte dich wirklich sehr, sehr gerne wieder. Parasit ausreichend. What? Kohlenstoff, Fett, Vitamin, Protein, Parasit ausreichend. Was heißt denn Parasit ausreichend? Alter, er atmet einfach. Oh, ein Händler. Na gut, wir gucken mal, was der uns bringt. Ja, die Katze haben wir an Bord übrigens. Die brauchen wir nicht mehr. Handeln wir bitte mit ihm. Scheiße, Alter, das ist wieder der Typ hier. Ja, okay, sorry. Sag mal, wann steht er denn eigentlich auf? Okay, die beiden Dinger sind übrigens fertig. Ich fahre hier nicht weg, bevor der Typ nicht wieder am Leben ist. Ich kann auch nichts mit ihm machen gerade, ne? Mann, ey. Oh, das war gerade richtig scheiße, dass der hier rumliegt. Ich weiß halt nicht, wie ich ihm helfen kann. Also er ist bewusstlos. Okay, das verstehe ich. Ich habe mich gekratzt und dann steht da über irgendeine Nummer oder so. Ich bin so allein. Ich muss zu Nummer 2 gehen. I feel greasy. Ich will mein eigenes Zimmer. Dicker, steh mal bitte auf. Anpacker. Du bist aggressive. Ja, die Jungs und Mädels gehen hier einfach sang- und klanglos unter. Ah, da recken sie schon die Hälse langsam. Ich kann euch nicht helfen. Sorry, ihr seid einfach zu weit weg für mich. So, das Floß wird wahrscheinlich jetzt an die Insel kommen und dann wieder ein Stück nach rechts verschoben werden. Hör mal auf, bitte, stopp. Fuck. Boah, zwei große Probleme, die ich nicht beheben kann. Ich hab doch aber Medizin, oder? Cold Syrup. Diarrhoe. So, jetzt wird es gleich gegen die Insel knallen, dann müsste das Floß nach rechts wegdriften. Ja.
Das geht immer weiter weg, das Floß. Tut mir echt leid. Oh Mann. Fatum, steh doch bitte auf. Wie kann man denn so lange bewusstlos sein? Oh Scheiße, der Smelter und sowas ist ja noch an. Ich kann es eigentlich weitermachen, ne? Weil Charcoal kann ich ruhig produzieren. Holz habe ich mehr als genug. Ich habe auch 25 Charcoal mittlerweile schon. Holz, na gut, habe ich noch 60. Fuck, Mann. Hat jemand Kea oder sowas? Tja, wir hoffen einfach mal, dass er irgendwann aufwacht. Ja, gut, die... Ne? Wir werden einfach die Karte nicht mehr dahin bewegen. Dann wissen wir auch nicht, dass da irgendwas ist. Warum wird denn hier eigentlich immer noch Cat angezeigt? Ich habe doch die Katze mittlerweile an meinem... auf meinem Floß. So, hört mal bitte auf zu rudern. Keine Lust, dass der Typ hier stirbt. Kann ich dir mal was zu essen mitbringen? Select item to store. So, jetzt wird erstmal sauber gemacht. Ich habe auch noch etliches hier rumliegen. Das würde ich gerne mal einlagern. Mir jetzt hier so viel wie möglich auf. Und schleppst das alles mal weg. Manuell nach und nach machen, ne? Beim Trinken helfen. Scheißegal, wer es macht. Hauptsache, es macht jemand. Oh, das Säul. Scheißegal, wer es macht, aber... hier unbedingt Value Soil holen. Trinken helfen. Boah, Alter, wenn der Typ jetzt hier verreckt, das ist doch scheiße. Voll leid für euch. Mann, steh doch bitte endlich auf. Wie kann man denn so lange bewusstlos sein? Wie kann ich denn jemanden schleppen? Ich werde da wohl jemanden abschleppen können, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier eigentlich alles? Überlebender. Nein. Mann, hör auf. Oh, das ist doch so eine Scheiße. Och Mann, Alter, wenn der Typ jetzt hier stirbt. Und ich nicht weiß, wie ich ihm helfen kann. Das ist doch scheiße. Bevölkerung 8, das interessiert mich nicht. Wir sind im zweiten Monat schon. Heiligkeit stockfinster. Heiligkeit, Helligkeit. Rainfall bewölkt. Befehlsmodus.
Alter, mach mit ihm irgendwas. Ist mir scheißegal. Hol ihn an Bord. Beim Essen helfen. Aufheben. Heb ihn auf. Mach irgendwas. Putzen. Du sollst dich putzen. Okay, Blut. Super. Nimm ihn auf. Mann, das gibt's doch nicht. Ich werde ihn doch wohl irgendwie schleppen können. Sozial. Gesundheit. Ach, er hat ein Bein verloren. Und er hat einen Arm verloren. Ach, du heilige Scheiße. Gut, dann verstehe ich auch, warum er hier nicht sich wirklich mehr bewegen kann. Scheiße. Ja, gut. Ich denke, der Kollege ist verloren. Ach, da sieht man es ja auch. Da fehlt ja wirklich ein Arm und ein Bein. Also ein Bein kann man zumindest erkennen. Seht ihr da, das linke Bein fehlt und ich glaube, der rechte Arm fehlt. Ja. Ja gut, ich werde die Leiche dann eh plündern können. Das ist ja scheiße. Faktum. Oh, das tut mir echt leid. Da will ich dir nicht helfen können. Also, ich weiß nicht, ob du noch aufstehen kannst. Aber du wirst wahrscheinlich massiven Blutverlust auch haben, ne? Sie hat auch schon ordentlich eingesteckt. Kann man das irgendwie wieder heilen? Ich kann ihm auch keine neuen Gliedmaßen geben, schätze ich mal, oder? Desaster. Oh nein, ein Tornado. Wo denn? Flottage. Wir gucken mal ganz kurz noch. Okay, ich glaube, die sind untergegangen. Sorry. So, angeblich ist die Katze da immer noch. Aber die Katze ist immer noch bei uns an Bord. Scheiße, ich kann ihm auch nicht helfen, ne? Also ich kann ihm keine... Was war er denn überhaupt? Er war Handwerker. Ah, gut, da haben wir leider einen zweiten Ersatz schon da. Support, Transportation, Increase Carry Weight, auch nicht schlecht. Simple Elevator, Autodrohne, Tamen, Pet Food Maker. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich sowas mal mache. Denn jetzt, wo ich die Katze habe, will ich eigentlich nicht, dass sie stirbt. Und ich glaube, in dem Fall könnte es fast so soweit sein. Ich mach mal ganz kurz die Taming-Dings. Was mache ich denn eigentlich sonst gerade? Ach, hier Fischen. Okay, also Wood Research Material brauche ich noch. Oh, 5 Stück, super. Das hilft ein bisschen. Ja. Es tut mir echt super leid um ihn. Unseren Startcharakter.
Aber da werden wir wohl den ersten Tod verkraften müssen. Oh, das Zeug. Das wäre auch so super. Dann würde ich nämlich das letzte... Ach, das hier habe ich übrigens fertig. Habe ich noch gar nichts angebaut. Wir bauen aber noch mal einen Baum an. Ja, ich warte mal, bis er tot ist, damit ich ihn plündern kann. Er hat dann noch die Ausrüstung... Oder? Hat er die Ausrüstung noch am Start? Ja, ich glaube ja. Steam Chainsaw. Krass. So, ich muss das Heul holen. Hilft nicht. Ich habe natürlich auch genau die losgeschickt, die am wenigsten ausdauert und am langsamsten ist. Straight jetzt. Nein. Mann, du bist doch aber auch beschissen. Oh, also das regt mich auch sowas von auf. Schwimm doch einfach, du hättest doch einfach geradeaus schwimmen können, dann wärst du doch da gewesen. Und dann schwimmt die wieder diesen Kackbogen. Ich meine, sie hat immerhin überlebt, aber oh Mann. Naja, Early Access halt, ne? Alles gut. Aber so manchmal denke ich mir, boah, was ist denn hier verkehrt? Ihr seid echt nicht die Besten. Gut, okay. Machen wir Feierabend, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war's erstmal für Lastwood. Ich werde... Ja, mal gucken. Vielleicht werde ich später nochmal reinschalten, wenn das Ganze aus dem Early Access ein bisschen raus ist. Ich finde halt, die Übersetzung ist gerade grauenvoll. Und, naja, so spielmechanisch, ne, ist es halt auch nicht so, dass... Also, ihr seht, es gibt noch viele Kleinigkeiten, die hier gemacht werden müssen. Potenzial ohne Ende. Das können wir schon mal alle sagen. Also, ich glaube, das ist ein sehr solides Spielchen hier. Aber wie gesagt, ein bisschen Fixes rein und noch warten, bis vielleicht die finale Version irgendwann draußen ist. Und dann gucken wir bestimmt nochmal vorbei in der Version 1.0. So, das war's erstmal mit Lastwood. Dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst alle wieder. Entweder hier oder, was ich mich natürlich noch mehr freuen würde, bei anderen Let's Plays. Bei mir auf dem Kanal. Zu sehen gibt's genug. Und das war's dann für mich heute. Ich bedanke mich. Sage ciao, tschüss, auf Wiederschauen, meine Lieben.